Hi und herzlich willkommen zum 24. und letzten Türchen des Pound Attack Adventskalenders. Heute habe ich dir etwas ganz Besonderes mitgebracht, nämlich ein ganz kurzes Entspannungs- und Stretching-Workout, das du direkt mit mir mitmachen kannst. Alles, was du dafür benötigst, ist bequeme Sportkleidung und eine angenehme Unterlage, zum Beispiel eine Fitnessmatte, eine Decke oder ein dickes Handtuch. Ich wünsche dir viel Spaß. Setz dich als erstes in einen bequemen Schneidersitz. Achte darauf, dass du deinen Rücken ganz gerade hältst und deine Schultern schön tief. Leg deine Arme einfach oder deine Hände bequem auf deinen Knien ab und dreh den Kopf einmal zur Seite. Schau über deine Schultern nach hinten, drück dabei die Schultern bewusst nach unten von den Ohren weg. Komm dann in die Mitte und wiederhole dasselbe zur anderen Seite. Drehen, Kopf bleibt schön weit nach hinten gedreht und die Schultern tief. Zur Mitte. Noch einmal drehen zur anderen Seite, Schultern tief und zur Mitte. Drehen, schau über deine Schulter und zur Mitte. Einmal noch zu jeder Seite. Drehen, Schultern ganz bewusst nach unten drücken und zur Mitte. Und ein letztes Mal drehen und zur Mitte. Nimm deine Hände von deinen Knien und lass einmal deine Schultern nach hinten kreisen. In großen Bewegungen. Atme ein, zieh dabei die Schultern bis zu den Ohren hoch und beim Ausatmen versuchst du hinten die Schulterblätter feste zusammenzudrücken. Sehr gut. Davon noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Komm in den Vierfüßlerstand. Das bedeutet, dass du deine Knie direkt unter deinen Hüften aufsetzt und die Hände unter deinen Schultern platzierst. Schau auf deine Matte runter. Jetzt ziehst du den Bauchnabel nach innen und schiebst die Schulterblätter auseinander, soweit du kannst. Zieh den Bauchnabel ein, mach deinen Rücken rund, schieb die Wirbel Richtung Decke, lass den Kopf hängen. Atme ein, streck die Brust raus, drück die Schulter nach unten und schau nach vorne. Noch einmal ausatmen, Rücken rund, Bauchnabel nach innen, Schulterblätter auseinander und einatmen nach vorne. Ausatmen. Rücken rund, Schulterblätter auseinander drücken und einatmen nach vorne. Zweimal noch. Ausatmen rund, Bauchnabel nach innen. Einatmen vor und ein letztes Mal. Ausatmen, Rücken rund machen, feste, drück die Wirbel Richtung Decke und einatmen nach vorne und dann mach den Rücken langsam wieder gerade. Und setz dich einmal nach hinten, wenn du möchtest, die Handgelenke ein bisschen ausschütteln. Und dann drehst du dich einmal um und legst dich langsam auf deinen Rücken. Wenn du möchtest, kannst du mit der Hand unter die Kniekehle fassen und dich dann langsam nach hinten ablassen. Leg dich bequem hin. Ganz wichtig in dieser Lage ist der Rücken immer auf der Matte. Also kipp dein Becken nach vorne, zieh deinen Bauchnabel nach innen. Nimm jetzt beide Beine nach oben, Knie sind im 90-Grad-Winkel. Nimm einen Fuß und leg ihn auf den anderen Oberschenkel. Beide Hände greifen unter dem Bein durch und du ziehst dein Knie Richtung Brust. Atme dabei schön gleichmäßig. Achte darauf, dass dieser Unterschenkel nicht hängt, sondern schön parallel zum Boden bleibt und zieh dein Bein aktiv zu dir her. Atme gleichmäßig. Am besten durch die Nase ein und durch den Mund wieder ausatmen. Du solltest diese Dehnung vor allem hier seitlich in der Po- und Oberschenkelmuskulatur spüren. Schön gleichmäßig atmen. Halte diese Position noch für einen Moment. Atme dann ein und streck dein Bein nach oben. Zieh die Fußspitze zu dir. Beim Ausatmen beugst du das Bein und hebst deinen Oberkörper an und ziehst das Bein noch ein Stückchen weiter zu dir her. Einatmen, strecken und Oberkörper tief. Ausatmen, komm nach oben, zieh das Knie zu dir ran. Einatmen tief. Ausatmen, hoch und ranziehen. Achte darauf, dass dein Po auf der Matte bleibt, also du dein Becken nicht anhebst. Immer beim Ausatmen nach oben und ranziehen. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Super, zweimal noch. Einatmen tief. Ausatmen hoch und ranziehen. Mit dem Kinn Richtung Fuß.
Ein letztes Mal einatmen tief und ausatmen hoch und ranziehen. Und dann langsam den Kopf wieder ablegen, den Fuß absetzen, das andere Bein lösen. Und wir wechseln die Seite, beide Füße wieder nach oben und leg den anderen Fuß auf den Oberschenkel, greif unter dem Bein durch, entspann deinen Nacken und zieh dein Knie vorsichtig zu dir ran. Achtung, achte auf den Oberschenkel, auf den Unterschenkel, den schön parallel zum Boden lassen und atme. Probier einfach ein bisschen aus, bis du die Dehnung spürst. Wenn du nichts spürst, dann noch ein bisschen weiter ranziehen. Und erstmal einfach nur halten. Nur halten und atmen. Und dann beginnen wir wieder mit dem dynamischen Stretching. Also einatmen, du streckst das Bein nach oben, ziehst das Bein bewusst zu dir. Beim Ausatmen den Unterschenkel wieder abklappen, Oberkörper hoch, Schulterblätter weg von der Matte und ranziehen zu dir. Einatmen tief. Und ausatmen nach oben und die Spannung ein bisschen verstärken. Einatmen tief. Und ausatmen, ranziehen. Und einatmen wieder tief, ganz viel Spannung im gestreckten Bein. Und ausatmen nach oben. Drück gleichzeitig deine Sitzhöcker und die unteren Wirbel auf die Matte runter. Einatmen. Und ausatmen hoch. Ruhig in deinem eigenen Tempo. Zweimal noch. Einatmen nach unten. Und ausatmen hoch und das Kinn, die Nasenspitze Richtung Fuß. Ein letztes Mal einatmen. Ausatmen hoch. Nochmal einen Moment halten. Zieh das Knie bewusst zu dir Richtung Gesicht. Und langsam lösen, den Fuß wieder absetzen, das andere Bein nach unten, Beine kurz ausschütteln, durchatmen und zieh dann einmal beide Knie zu dir hin. Versuch dich so klein zu machen wie möglich, also die Knie so nah du kannst Richtung Schultern, Richtung Brust zu ziehen und schaukel dann einmal ganz gemütlich von der einen Seite der Wirbelsäule auf die andere. Dabei einfach ganz entspannt atmen, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch die Augen schließen. Und einfach locker hin und her schaukeln. Gleichmäßig atmen dabei. Und langsam lösen. Und dann beide Füße wieder absetzen. Und dreh dich einmal auf die Seite, drück dich ab und komm nach oben. Jetzt kommst du wieder in den Vierfüßlerstand. Lässt deine Knie unter deinen Hüften und den Hintern in der Luft. Nimm jetzt die Arme so weit du kannst nach vorne, dreh die Daumen zur Decke und mach deinen Rücken einmal ganz lang. Das heißt, du streckst die Arme und versuchst mit der Brust nach unten Richtung Matte zu kommen. Halte diese Position und atme. Wenn du möchtest, kannst du auch die Stirn absetzen. Streck dich bis in die Fingerspitzen, gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder ausatmen. Noch einmal durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und dann langsam die Spannung lösen. Komm wieder nach oben. Komm mit den Händen wieder ran. Setz dich einmal nach hinten und lass die Schultern nach hinten kreisen in großen Bewegungen. Noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Okay, stütz dich jetzt mit den Händen ab. Streck ein Bein nach hinten aus und nimm das andere Bein nach vorne, so angewinkelt unter deinem Körper. Jetzt kommst du langsam nach unten, so weit du kannst. Wenn du möchtest, kannst du dich auf den Unterarm abstützen. Je nachdem, wie flexibel du bist, kannst du so weit nach unten kommen, wie du möchtest und halte diese Position. Du solltest auch diese Dehnung wieder seitlich im Oberschenkel und in der Po-Muskulatur spüren. Versuch, die Außenseite deines Oberschenkels nach zum Boden runterzudrücken, ohne mit dem Oberkörper zu öffnen. Also versuch, deine Beckenknochen parallel zu halten und die Schultern ebenfalls parallel zum Boden. Atme schön gleichmäßig, probier einfach ein bisschen aus, bis du die Dehnung wirklich spürst und dann an diesem Punkt halten. Gleichmäßig atmen. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Wenn du sehr beweglich bist, kannst du ganz nach unten kommen, also mit dem ganzen Oberkörper auf die Matte legen, die Arme ganz flach machen, abhängig
davon, wie flexibel du bist. Halte noch einen Moment. Und dann langsam lösen, stütz dich auf deinen Händen ab und wir wechseln die Seite. Anderes Bein nach hinten, Bein nach vorne und dann langsam nach unten kommen und zur Seite lehnen. Und halte. Wie gesagt, du solltest die Dehnung vor allem hier seitlich, Oberschenkel und Po-Muskulatur spüren. Entspann deinen Nacken, wenn du kannst, oder wenn du möchtest, deinen Kopf ablegen. Und halten. Bisschen ausprobieren, bis du die Dehnung wirklich spürst. Und dann in die Dehnung reinatmen. Noch einen Moment halten, atme nochmal tief durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Noch einmal durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und langsam lösen, stütz dich auf den Händen ab, komm wieder nach oben und schieb einmal deinen Po nach hinten, leg den Kopf ab und nimm die Arme nach hinten. Atme dabei schön gleichmäßig durch die Nase ein, durch den Mund aus. Einfach alles locker lassen und nur entspannen. Tief einatmen und ausatmen. Langsam lösen, stütz dich wieder auf deinen Händen ab, richte dich auf und nimm jetzt einen Fuß nach vorne. Ganz wichtig, halte deine Beckenknochen parallel und nicht ausdrehen, sondern schieb dein Becken nach vorne. Du solltest die Dehnung jetzt hier im Hüftbeuger spüren und etwas auf der Oberschenkelvorderseite. Wenn du sehr beweglich bist, dann kannst du die Dehnung verstärken. Ich empfehle dir das aber wirklich nur, wenn du jetzt noch gar nichts spürst. In dem Falle stützt du dich einfach ab. Du kannst dich auch an der Wand festhalten und nimmst den anderen Fuß und ziehst deine Ferse Richtung Po. Ganz wichtig dabei ist, dass du hier nicht nachgibst, also mit dem Po nicht nach hinten gehst, sondern mit dem Becken vorne bleibst und dann vorsichtig ranziehst. Wenn das zu viel ist, lässt du den Fuß einfach auf der Matte. Atme gleichmäßig, halte diese Position, atme tief durch und wenn du merkst, dass die Dehnung so ein bisschen nachlässt, dann schiebst du einfach noch ein Stückchen weiter nach vorne. Es ist völlig normal, nach ein paar Sekunden fühlt es sich angenehmer an und dann kannst du die Dehnung noch mal ein bisschen verstärken. Und langsam lösen, zuerst den Fuß, falls du ihn oben hattest, langsam lösen und dann die Seite wechseln, anderen Fuß nach vorne, Beckenknochen ganz parallel halten, wenn du möchtest, den anderen Fuß ranziehen, mit dem Gleichgewicht ganz wichtig, den Bauch anspannen und am besten auf einen Punkt schauen. Halte diese Position, atme gleichmäßig, wieder hier durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Und wenn du möchtest, beim Ausatmen die Spannung noch mal ein bisschen verstärken, die Ferse noch ein bisschen weiter Richtung Po ziehen und die Schultern schön tief lassen. Noch einmal tief einatmen, ausatmen und dann langsam lösen. Zuerst den Fuß absetzen, falls du ihn oben hattest und dann das andere Bein ranziehen. Setz dich jetzt noch einmal in einen bequemen Schneidersitz. Wenn du Probleme hast, in dieser Position den Rücken gerade zu halten, dann setz dich am besten an eine Wand und drück die Schulterblätter Richtung Wand. Dreh jetzt einmal, kipp den Kopf zu einer Seite und schieb die entgegengesetzte Handfläche ganz bewusst zum Boden runter. Du sollst die Dehnung jetzt hier seitlich in der Nackenmuskulatur spüren. Wenn es noch nicht der Fall ist, dann darfst du gerne die Finger nehmen und ganz vorsichtig den Kopf ein bisschen zur Seite drücken, nicht am Kopf reißen, nur ein bisschen nachhelfen, bis du wirklich eine deutliche Dehnung seitlich in der Nackenmuskulatur spürst. Gleichmäßig atmen, ganz entspannt beim Ausatmen, Spannung ein bisschen verstärken, Handfläche bewusst nach unten Richtung Boden schieben und komm dann langsam in die Mitte zurück und wiederhol dasselbe auf der anderen Seite. Kopf kippen, Handfläche zum Boden, wenn du möchtest, vorsichtig ein bisschen nachhelfen und in die Dehnung reinatmen. Halte diese Position noch einen Moment und dann langsam wieder in die Mitte zurück. Lass deine Schultern nochmal kreisen in großen Bewegungen.
Einatmen hoch zu den Ohren und beim Ausatmen hinten die Schulterblätter zusammendrücken. Noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Ich hoffe, dieses kurze Dehnungsprogramm hat dir Spaß gemacht und du konntest spüren, wie sich deine Muskeln entspannen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.